Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu The Division. Wir sind einmal in Chelsea, in einem Gebiet, wo eigentlich relativ einfach ist. Ja, dann würde ich mal sagen, in diesem Part können wir, denke ich mal, ein bisschen hier rumrennen, ein bisschen durchrennen, wenn es so einfach sein müsste, könnte. Wir schauen mal, hier haben wir einen Einsatzbericht. Den könnte man auch vielleicht kurz einsammeln. Oh, da sind Gegner. Moment, ich gehe mal runter. Die sehen mich irgendwie auch gar nicht. Okay. Wie ist das Leben so zu Ihnen? Egoistisches Arschloch. So, eigentlich zeigt gerade mein Navi nach hinten. Aber wir kommen immer näher. Jetzt ist die Frage, ob ich hier irgendwo durchkomme. Es wird vermutlich das Problem sein, dass wir nicht irgendwo rüberkommen. Oder ich weiß nicht. Jetzt zeigt es wieder was ein, aber... Komm mal, Abkürzung. Hoffe ich zumindest mal. Ob das was bringt. Ansonsten schauen wir uns mal ein bisschen die Gegend an. Eine kleine Rundreise machen. Da war ein bisschen Munition. Bin gerade vorbeigelaufen, okay. Können wir uns nochmal kurz holen. Erstmal hier kurz den Bericht. So, Diskussion, wie man Zivilisten beraubt. Aha. Die Waffen sind okay. Tun das also. Und wenn sie Kinder haben? Du einfach so, als ob du es ernst meinst. Dann geben sie nach. Vor allem mit Kindern. Ja. Und wenn nicht, dann geht das auf sie. Sie sterben nur dann, wenn sie sich dafür entscheiden. Sie haben die Wahl. Das ist doch Blödsinn. Ja, aber ich gebe reichen Arschlöchern keinen Freifahrschein, nur weil sie Familie haben. Jeder hat Familie und meine verhungert. Jetzt sei ein Mann und lass es uns tun. So, auch schon wieder hier Munition irgendwo. Kann man die gebrauchen? Moment, hier hinten so eine kleine Tasche. War, glaube ich, gar nicht so viel drin. Okay, wir konnten gar nichts richtig aufheben. So, wir schauen mal nach dem Blauen hier. Was waren das nochmal von Flügel? Ich weiß sie mit den Farben irgendwie nie. Grün irgendwie Erste Hilfe oder halt, ja, Gesundheitsflügel. Aber die anderen weiß ich irgendwie nie. Kann ich mir nicht merken, was Tech-Flügel und Sicherheitsflügel war es, glaube ich. Oh, ich weiß gar nicht, in welchem Gebiet wir richtig sind. Weil hier wieder Level 6 Gegner rumrennen. Oh, rein schön. Keine Chance. So, ja, wir sollten halt auch ein bisschen schneller machen. Ich würde mal anfangen, ein bisschen wirklich durchzurennen, weil hier die Gebiete eher ja gerade, ja, zum Einschlafen sind. Da muss doch noch was Besseres sein. Ja, da wird alles geplündert. Alter, wenn die nicht so hochziehen würde, dann wäre sie richtig gut. Können auch mal Spaß haben mit der Knarre so ein bisschen durchlaufen. Würde eigentlich ja auch gehen. Oh, wir haben ein Telefon. Das wäre doch auch mal ganz gut. Moment, wo bimmelt's? Hier einmal. Hallo, wir sind jetzt auf Sendung. Ja, ich will nur allen sagen, dass das, was wir jetzt erleben, das ist nicht das Ende der Welt oder so. Die Welt hat schon lange vor uns existiert und sie wird noch lange nach uns existieren. Was wir jetzt sehen, ist nur unser gerechter Lohn. Wir misshandeln den Planeten. Wir misshandeln die Gesellschaft. Wir misshandeln uns selbst. Es ist also überhaupt nicht unfair. Aber hoffentlich ist es diesmal nur eine Warnung und zukünftige Generationen lernen aus unseren Fehlern. Mehr wollte ich nicht sagen. Gott segne uns alle. So, wir laufen irgendwo gerade ganz weit hinten rum im Gebiet. Anführer ausschalten. Wenn man hier ein bisschen auf die Map schaut, wir sind ganz hier hinten. Warte, hier kann man rauszoomen. Hier ganz in der Ecke irgendwo. Also hier sind lauter Missionen noch. Aber wieso werden eigentlich die Safes House überall angezeigt? Momentchen mal. Ich bin hier in dem Gebiet. Hier wird das Safe House angezeigt, obwohl wir da noch gar nicht waren. Aber in dem Gebiet haben wir keins. Außer es gehört halt hier ein bisschen dazu, weil wir auch die Nebeneinsätze angezeigt haben. Könnte es natürlich sein, weil ich ja mal hier war und das mir alles hier auf die Karte machen lassen habe. Das könnte natürlich sein. Okay, wir gehen einmal rein. Genug gequatscht. Hier haben wir zwei. Was haben wir sonst noch so? Ah, das war Granate.
4 Stück. Okay, irgendwo hinter der Ecke noch. So, oh, gleich down. So, hier kommen die anderen zwei. Gute Nacht, du, gute Nacht. Ah, hier ist der Kollege. Feindliches HQ neutralisiert. GTF-Leitstelle informiert. Ja, hier hat man es halt gemerkt, der war relativ einfach eigentlich. Obwohl es ja ein bisschen speziellerer wäre. Aber dadurch, dass wir schon ein bisschen höher am Level sind, war das ja relativ einfach. So, ansonsten haben wir gar nichts. Irgendwie so irgendwas zum Einsammeln. Doch, hier hinten habe ich es doch gewusst. Hier muss doch was sein. Aber hier, oh, Stufe 11. Findet man trotzdem was von Stufe 11. Eigentlich auch ganz cool. So, nun ist jetzt die Frage, sollen wir mal hier hingehen? Daten gescannt. Lade Dateien. Ich habe eine ungewöhnliche Aufgabe, Agent. Ich will keine Ressourcen abzweigen, aber wenn jemand über eine Musikerin namens Heather Lau stolpern sollte, würde ich mich freuen, wenn er sie zurück zur Basis bringen würde. Oder sagen Sie mir wenigstens, wo Sie sie gefunden haben. Sie wird vermisst. Und sie ist meine Schwester. Letzter bekannter Ort? Zivilistenlager am Pier. Das Lager, das es nicht mehr gibt. Lau Ende. Irgendwie sind gerade überall Gegner. Ich laufe einfach mal weiter. So, guck mal, hier sind auch überall welche. Aber wir laufen weiter. Das sind immer nur so 1, 2, 3 Leute, die sich hier treffen. Oh, Moment, ich laufe ein bisschen falsch. Was haben wir hier rüber? Haben wir hier rein? Komme ich aber nicht rein. Komme ich hier rein? Nein. Hier ist Stacheldraht. Ah, wie wär's vielleicht hier einmal? Okay. Total blind hier. Kommen wir hier nicht sogar zurück zu dem einen Lager? Nee, hier sieht es ein bisschen kaputt aus. Ich glaube, ein anderes Lager. Den Bereich durchsuchen. Vermisste Person. Ja, aber irgendwas angezeigt wurde jetzt auch nicht so richtig. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Ah, Momentchen. Schauen wir uns das mal an. So, eine Straßenmusikerin spielt im Camp Hudson Gitarre. Einmal hier drüben. Nein, da können Sie nicht lang. Der Laden direkt über die Straße steht in Flammen. Das ist zu gefährlich. Welcher Laden? Faye sagte, ich soll mich da täglich melden. Und die besorgte Faye ist der total wütenden Faye sehr ähnlich. Mist, ich habe Fays Funkgerät zu Hause vergessen. Na komm, gib ihr die Fischstäbchen. Nein, Schatz. Wir brauchen sie. Ich mag Fischstäbchen nicht mal. Okay, und nun? Was können wir jetzt noch machen? Oder müssen wir mal weiter? Hier können wir nichts mehr groß untersuchen. Jetzt auch nicht. Heather Lau. Okay, hier ist sie natürlich, aber was bringt's mir? Gehen wir aus dem Echo mal raus. Weil irgendwie Teil 2 kam, aber irgendwie ist jetzt vorbei? Weil ich auch gar keine Mission mehr habe. Oder war es das jetzt eigentlich? Das war's schon. So, jetzt haben wir hier den sicheren Bereich. Aber hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. So, Camp Hudson. Können wir noch irgendwas Spezielles machen? Eigentlich glaube ich nicht so ganz. Wir könnten einmal irgendwo Munition. Was sind hier für komische Punkte? Ja, das mit der Munition klappt, glaube ich, nicht so ganz. Okay, wir schauen mal weiter auf die Karte. Ja, aber der eine Nebeneinsatz, der ist vorbei, oder? Passt so.
Jetzt haben wir hier noch welche, da drüben noch was, aber das ist halt relativ weit zu laufen eigentlich an sich. Darauf habe ich jetzt gerade eigentlich nicht so ganz Lust. Hier haben wir ein Safe House. Hier waren wir noch gar nicht. Hier haben wir noch was. Das heißt theoretisch könnte ich vielleicht mal hier hinspringen, oder? Sollen wir mal hier hinspringen? Können wir hier mal ein bisschen rumlaufen? Oder wir machen mal was. Können wir mal was Größeres machen? Das war 14:15, gell? Ich glaube noch ein Stückchen zu viel. Was haben wir hier hinten? Das ist halt auch ein bisschen weit. 10:13 wäre, glaube ganz okay. 9:12. Dann würde ich mal sagen, wir laufen hier hin, oder? Das Safe House haben wir natürlich halt noch nicht. So, wo haben wir hier das Safe House? Ja, okay, wir müssen wohl hier hinspringen. Gibt es wohl keine andere Wahl. So, einmal hier angekommen. Jetzt können wir einmal hier mal schauen, wie wir am besten laufen. Am besten vielleicht ein paar Sachen mitnehmen. Können wir den Nebeneinsatz mal mitnehmen, oder? Und dann hier die Straße runterlaufen zu dem Haus. So, vermisste Person. Das ist genau das, was wir... okay, das war jetzt reiner Zufall, dass wir genau hier Teil 2 mit der vermissten Person angewählt haben. Aber ich frage mich, wieso es mich jetzt genau hierhin verschlagen hat. Oder halt hier der Punkt dann. So, wir schauen mal hier kurz rein. Können wir mal mitnehmen, die Werkzeuge. Da drüben noch eins. Das will ich jetzt doch. Schon genial. Richtig geiler Zufall. Aber wieso genau das weitergeht, weiß ich jetzt auch nicht. Aber von mir ist okay. So, weiter geradeaus. Und da vorne links. Na, ich weiß nicht, vielleicht hätten wir hier abkürzen können. Vor allem, wenn ich hier dagegen laufe. So, haben wir da vorne jemand? Da vorne haben wir schon wieder jemand. So, Bereich durchsuchen. Machen wir gleich. Wir haben noch einen Gegner. Oder mehr? Keine Bedrohung gefunden. Ja, ist okay, Kollege. Wenn es keine Bedrohung war, alles klar. So, hier ein Echo. Aktives Echo-Signal geortet. Dürfen wir sie wieder suchen? Die Lady mit der Gitarre wohl? So, hier haben wir sie doch. Okay. Ah, hier können wir direkt wählen. Dann geht die wohl hier rein. Okay, wir müssen irgendwo außen rumlaufen. Okay, die will hier irgendwie rein aus irgendwelchen Gründen. Von mir aus. Und ich denke, sie wird es auch vielleicht schaffen. So, wir haben hier schon wieder so ein paar Rabauken. Ich spüre ein bisschen mit meiner Knarre. Macht eigentlich auch ganz gut Schaden. Kann man nicht meckern. Und wir haben unendlich Schuss. Eigentlich auch ganz cool. So, wieder ein weiter Bereich. Aber wir sind nicht drin. Wir sind irgendwo dahinter. Gar nicht gesehen. Stehe so fast direkt vor denen. Aber die haben mich auch nicht gesehen. Der flitzt irgendwo da hinten rum. Ah, da hinten ist schon noch einer. Oh! Okay, sorry. Das war ja auch mal sehr blöd. Kommt da einfach direkt auf mich zu. Aber okay, wenn er meint, dass er sich mit mir anlegen kann, soll er es ruhig probieren. So, John Willis.
Warum müssen wir in der Kälte warten und du darfst als Erster ran? Na, jetzt war das zu schnell. Haltet die Klappe und passt auf. Das Problem ist, ich konnte jetzt gerade Teil 4 nicht anwählen, weil das ein bisschen zu schnell war. Jetzt komme ich ja auch gar nicht richtig dran. Moment. Wie kann ich den Nebeneinsatz gerade gar nicht anwählen, weil ich irgendwie im Weg bin? So einmal. Ich denke, darf ich auch nach oben? Ich gehe einfach mal hoch. So, ballern die hier schon wieder rum, oder wie? Okay, ein bisschen auf Entfernung. Macht dann nicht mehr so viel Schaden. Jetzt haben die halt hier eine Deckung. Ich nicht so. Den Bereich durchsuchen, okay. Alter, 1200. Headshot. Wir gehen mal rein. Keine Lust hier auf Gegner. Faye? Faye, hier ist Heather. Alter, wie sieht die aus? Funkgerät im Apartment vergessen. Aber mir geht's gut. Ich musste bloß meine Gitarre auf dem Schädel von irgendeinem Typen zertrümmern. Wie ein Rockstar. Nein, ist egal. Hör mir zu, Heather. Ich schicke dir eine Eskorte, die dich in Sicherheit bringt. Bleib genau, wo du bist und beweg dich nicht von der Stelle. Ah, ich muss weiter nach oben. Ich check's gerade gar nicht so. Die reden hier so ein bisschen. Ich habe gedacht, ich warte auf irgendwas. Da müssen wir weiter hoch. Okay. Auch okay. Ich habe gedacht, hab so, hä, die Meteranzeige wird nicht weniger, nicht mehr. Sehr seltsam. Ist sie das? Ne, ich glaube nicht, oder? Wir haben eine Gitarre, aber die hat auch gesagt, ihre hat sie kaputt gemacht. Was ist doch? Was sie angeht, Agent, das bedeutet mir viel. Unglaublich viel. Ich schicke eine JTF-Patrouille vorbei. Ich schulde Ihnen einen Gefallen. Einen großen. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich melde mich. Lau Ende. Okay, dann kann man ja wieder rausgehen. Und dann mal schauen, was wir als nächstes machen. Wir sind gerade irgendwo hier. Ich könnte doch mal einfach Richtung Safehouse laufen, weil dann wären wir mit der Mission relativ nah. Oder ja, hier unten rum noch kurz gehen. Aber es ist halt wieder so ein kleines Gebiet. Ich denke, das mache ich halt mal so nebenher ein bisschen. Wobei die Nebeneinsätze ja schon ein bisschen leicht storybedingt sind manchmal, je nachdem. Deshalb weiß ich immer nie so ganz, was ich so ohne Aufnehmen machen kann. Agent, hast du Zeit? Wir haben nämlich ein Problem.